Hallo Freunde, mal ein etwas ungewohntes Video. Und zwar in letzter Zeit ist ja nicht ganz so viel gekommen hier auf dem Kanal. Und ich wollte eigentlich so ein bisschen was über die Wahl erzählen, aber das war alles schon so vorprogrammiert und es tut sich auch tatsächlich nicht ganz so viel wie jetzt hier in der Grenzstadt Skorzelec-Görlitz. Und zwar bin ich hier für ein paar Stunden vor Ort und das ist echt Wahnsinn, was hier an der Grenze passiert ist. Der eine oder andere wird das bestimmt in den Medien mitbekommen haben. Ich persönlich nicht, aber ich war äußerst schockiert, was jetzt hier gemacht wird. Das erinnert mich so ein bisschen an die Corona-Zeit. Leid. Ja, ich will dem Ganzen nicht vorgreifen. Wir haben unheimlich viel Polizeipräsenz. Der Zoll ist unterwegs. Also man hat gefühlt hier Mannschaften, Hundertschaften in der Stadt. Und ich zeige euch jetzt einfach mal, wie das aussieht. Ich bin selbst noch total überrascht. Ja, Freunde, was kann ich euch hier erzählen von der Grenze? Und zwar, das ist so eine Art Déjà-vu-Effekt, würde ich mal sagen. Ich war ja während der Covid-Zeit sehr oft unterwegs, auch hier an der Grenze. Und ich muss dazu sagen, das, was damals war, ist Ponyhof im Vergleich zu dessen, was hier momentan los ist. Ich habe vorhin einen großen Mannschaftsbus gesehen, also so einen richtig großen Reisebus. Hier zähle ich jetzt 3, 4, 5 Einsatzbusse und ja, vorne auch zwei Polizisten oder Grenzschutz, ich kann das nicht genau definieren, mit Maschinenpistolen. Direkt auf der Autobahn ist die Regelung so, dass die LKWs links vorbeigelotst werden und rechts müssen die PKWs über diesen Parkplatz fahren. Das war während der Corona-Zeit damals noch freiwillig. Da waren hier Testzentren aufgebaut und man konnte hier sich testen lassen, hat dann noch so ein doofes Schild gehabt, Reiserückkehrer in Quarantäne. Also das hier, muss ich mal wirklich sagen, ist eine fette Grenzkontrolle. Ja, so wie wir sie gewohnt waren, auch aus damaligen Zeiten. Tatsächlich sind wir gependelt. Da waren hier die Grenzen noch besetzt und da hat man hin und wieder auch seinen Kofferraum aufmachen müssen und ist durchleuchtet worden, hat seinen Ausweis gezeigt. Also pipapo. Das hat hier wirklich schon eine große Nummer, muss ich ganz ehrlich sagen. Zelte sind aufgebaut und man sieht auch hier im Umkreis, dass wirklich was los ist. Da hinten, da zeige ich jetzt mal ganz kurz drauf. Nehmt das mir nicht übel. Ich kann das jetzt nicht kontrollieren, ob ich jetzt gerade drauf bin. Da sieht man jetzt tatsächlich auch, wie einer seinen kleinen LKW aufmachen muss. Ja? Und ja, der wird einfach inspiziert, ob sich hier jetzt ja, illegal eingereiste Personen befinden. Und ja, das wie gesagt, jetzt knapp nach wie vielen Jahren? Ja, 2015 hat man das gesagt, hier offene Grenzen, jeder ist willkommen. Und jetzt fängt man hier an, tatsächlich dann auch mal so die Nadel im Heuhaufen zu suchen. Ob das jetzt wirklich was bringt nachträglich oder nicht, aber ich kann es verstehen, denn jeder möchte ja in das Sozialsystem, in das Deutsche einreisen, denn in Polen, ja, sind wir mal ehrlich, gibt es überhaupt nicht viel. Wenn man sich das mal näher anschaut, dann müsste man schauen, was es hier an Sozialleistungen gibt. Da muss man, wie gesagt, auf eigenen Beinen stehen. Ich gehe jetzt noch mal weiter in die Stadt und schaffe mir da einfach einen Eindruck. Mich interessiert das heute. Ich wollte eigentlich ganz schnell wieder zurück nach Polkowice. Und wir gucken auch mal so ein bisschen die Spritpreise. Den einen oder anderen interessiert das tatsächlich. Ja, der lange Weg, 300, 400, 500 Kilometer bis zur Grenze. Lohnt sich das rüberzufahren zum Tanken oder eher nicht? Bis gleich. Ja, Freunde, ich würde sagen, wir schlagen zwei Fliegen mit einer Klappe. Was haben wir hier? 1,45 Euro, 1,43 und in Sorte sind das 6,39. Also ich habe noch in Erinnerung, in Polkowice, wo ich herkomme, war das Diesel bei 5,98 oder 5,95. Also hier ist es tatsächlich schon ja, nochmal teurer als jetzt, wenn man ins Landesinnere reinfährt. Das muss man halt bedenken. Aber das ist ganz normal. Schauen wir mal hinten, was an der Grenze los ist. Also in Richtung Bundesrepublik Deutschland sieht das so aus. Ihr habt das jetzt auch eingeblendet, dass man hier einfach nur Pylonen aufgestellt hat. Und da vorne stehen drei von der Polizei oder vom Grenzschutz und haben auch ein Zelt vom Technischen Hilfswerk. Ja, ich würde aber so behaupten, dass man hier einfacher über die Neiße kommt. Das heißt, ihr habt ja hier diese Stadtbrücke oder praktisch diese Brücke, wo man mit einem Fahrzeug, ich glaube, bis 7,5 Tonnen drüber kann. Im Sommer ist das natürlich eine schönere Angelegenheit und ja, auch hier ist das so ein bisschen, ja,
Déjà-vu-Erlebnis, wobei hier die Seite zur damaligen Zeit nicht so abgesichert war wie auf der anderen Seite. Und zwar, wenn man hier jetzt Richtung Skorzelec schaut, da kann ich mich noch daran erinnern, dass wir hier auch solche Kontrollen hatten. Ganz am Anfang wurde hier auch Fieber gemessen und man musste sich rechtfertigen. Also da sind wir jetzt nicht mehr zurück, weil es betrifft ja sozusagen diese Kontrolle eigentlich nur die Bundesrepublik. Und da haben sie richtig gut aufmarschiert. Also jetzt meine Empfehlung, wer einreist, der sollte dann tatsächlich besser hier vielleicht die Landstraße benutzen, in der Stadt durchfahren, als auf der Autobahn. Ich denke, zu Stoßzeiten könnte das da zu Stau führen, weil man ja die Regelung hat, dass links die LKWs vorbeifahren und die PKWs über den Parkplatz müssen. Also das ist jetzt so mein Tipp. Ja, Freunde, jetzt nochmal hier am Bahnhof. Und zwar hatte ich damals noch in Erinnerung, und zwar vor anderthalb Jahren, als das mit diesem bewaffneten Konflikt angefangen hatte. Das ging ja übergangsweise dann gerade so aus dieser Corona-Richtung raus, von wegen, wieso haben sie keine Maske an? Und dann kamen ganz viele Menschen und die sind dann Richtung Deutschland geflüchtet. Und da war damals so ein Durchwinken erkennbar. Also man hat dann tatsächlich hier auch gar nicht mehr drauf geachtet, hast du ein Ticket, hast du eine Maske an, etc., etc. Da war auch ganz viel Beschilderung in diesem Bahnhof drin. Das ist ja sozusagen der erste Anlaufpunkt hier, wenn es von der polnischen Seite aus, von Breslau über Legnica nach Skorzelec geht, hat man dann den Koleje Dolny Śląsk, also KD, der hält dann drüben in Skorzelec und fährt dann weiter. Ich glaube, der Trelix oder Trilix, ich verwechsel da immer das I und das E. Und das ist eine sogenannte Nullstrecke. Wenn ihr in Skorzelec am Bahnhof einsteigt, drüben an dem Kleinen, fahrt ihr für 0 Euro oder Złoty hier nach Görlitz, umgekehrt genauso. Und ich war da oben, das war alles ganz normal, hier war nichts aufgebaut, dass man sagen kann, hier verbringen eine längere Zeit irgendwelche Grenzpolizisten oder Grenzschutz verbringt da eine gewisse Zeit lang. Ich denke, die werden mitfahren, stichprobenartig, und ja, ansonsten war hier sehr viel Multikulti unterwegs, das kann ich sagen, ja. Also sehr viele Länder, die hier ausgestiegen sind, und aber auch nichts Auffälliges, sozusagen hier am Bahnhof jetzt Totenstille. Und ich habe euch ja gesagt, hier Autobahn, das ist das größte Nadelöhr. Wenn man da tatsächlich reinkommt und fährt von Polen zurück nach Deutschland, wird man sehr wahrscheinlich in den Stoßzeiten in den Stau kommen. Die LKWs wissen nicht, ob sie links rüber sollen oder rechts. Die schlafen da mitunter ein bisschen. Auch die PKWs sind sich unsicher. Ja, und dann wird man als PKW-Fahrer über den Parkplatz gelotst, und das dauert dann auch hin und wieder eine Zeit lang, wenn man nicht rausgewunken wird. Also ich empfehle euch, meine Empfehlung ja immer so ein bisschen, entweder hier mit dem Zug rüber zu fahren, wenn das möglich ist. Wenn ihr allerdings einen Anhänger drauf habt oder ihr fahrt einen größeren Bus und wollt tatsächlich hier nicht so lange stehen, nehmt die Stadtbrücke. Da gucken die zwar auch rein, aber ihr müsst euch nicht anstellen. Ja, und für all jene, die wo sagen, Mensch, ich habe einen PKW, mir ist das sowieso egal, fahrt über die Autobahn und beachtet halt vielleicht zu den Stoßzeiten nicht. Das war es jetzt sozusagen hier mit Grenzreport oder Grenzbericht. Es war mal wieder etwas los. Deswegen habe ich gedacht, ich mache ein Video. Wie gesagt, Déjà-vu-Effekt ist da, und schreibt mir einfach mal unten in die Kommentare, wie ihr das Szenario hier findet, dass ein bisschen abgeblockt wird. Jetzt reicht es, so ist das jedenfalls das Bild hier, das ich sehe, dass einfach hier viele sagen, es reicht mir und ich will nicht mehr, und das setzt jetzt dann auch dieses Kontrollorgan um. Oder sagt ihr, Mensch, was soll der Spuk jetzt? Ja, von daher, schreibt das mal unten in die Kommentare rein. Würde mich freuen, aber bleibt immer sachlich und nicht diffamierend. Zur Wahl sage ich erst in ein paar Wochen was, weil da haben wir Regierungsbildung und da läuft das ähnliche Schema ab, wie das in Deutschland ist. Ja, wir würfeln so ein paar Sachen zusammen und vielleicht haben wir da so ein paar Kontaktpunkte. Und was im Endeffekt dabei rauskommt, ist wahrscheinlich ein guter Eintopf. Ja, dann sage ich bis zum nächsten Mal hier an der Grenze oder zu Hause in Polkowice, und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Do widzenia.